Willkommen bei Wordconomy. Das heutige Video behandelt die sogenannte interne Zinsfußmethode. Die interne Zinsfußmethode ist Teil der dynamischen Investitionsverfahren. Das Ziel der internen Zinsfußmethode ist es, die Wirtschaftlichkeit eines Investitionsobjektes mit über den Zeitverlauf variierenden Erträgen zu bestimmen. Der interne Zinsfuß ist derjenige Zinssatz, bei dem der Kapitalwert des Investitionsobjektes den Wert 0 entspricht. Wenn der ausgerechnete interne Zinsfuß nun über dem Kapitalzins liegt, so wäre das Investitionsobjekt als wirtschaftlich zu betrachten. Und wenn der ausgerechnete Zinsfuß kleiner als unser Kapitalzins ist, so würde sich das Investitionsobjekt nicht lohnen. So, das war's erstmal mit der Theorie. Schauen wir uns nun am besten mal folgendes Beispiel an, um die interne Zinsfußmethode richtig zu verstehen. Wir planen, in das Pizzaliefer-Business einzusteigen. Hierfür benötigen wir jedoch erstmal ein Fahrrad, mit welchem wir die Pizzen regelmäßig ausliefern können. Als nächstes stellen wir einen kleinen Finanzplan auf, bei dem wir die jeweiligen Periodenüberschüsse schätzen. Bei intensiver Nutzung gehen wir davon aus, dass wir das Lieferfahrrad 3 Jahre nutzen können. Die Anschaffungskosten des Fahrrads liegen bei 900 Euro, sodass der Periodenüberschuss in T0 bei minus 900 liegt. Im ersten Jahr gehen wir davon aus, dass wir mit Hilfe unseres Fahrrads einen Periodenüberschuss, also Einzahlungen minus Auszahlungen, von plus 560 Euro erzielen können. Im zweiten Jahr planen wir aufgrund weiterer Business-Aktivitäten weniger Pizzen auszuliefern, sodass wir unseren Periodenüberschuss hier auf 330 Euro schätzen. Und im dritten Jahr werden wir in unseren anderen Aktivitäten so eingespannt sein, dass wir lediglich mit einem Periodenüberschuss in Höhe von plus 210 Euro kalkulieren. Nun wollen wir den internen Zinsfuß des Investitionsobjektes, also unseres Lieferfahrrads, berechnen, um zu schauen, ob sich diese Investition für uns rentiert oder nicht. Um den internen Zinsfuß nun nach der sogenannten Methode der Extrapolation zu berechnen, müssen wir zunächst 2 Kalkulationszinssätze i wählen. Mit diesen Kalkulationszinssätzen müssen wir dann zunächst den jeweiligen Kapitalwert berechnen. Die Formel zur Berechnung des Kapitalwerts lautet Kapitalwert gleich die Investitionsausgabe plus die Summe aus den Periodenüberschüssen geteilt durch in Klammern 1 plus i für den Kalkulationszinssatz hoch n für die jeweilige Periode. Für den ersten Kalkulationszinssatz wählen wir 3%. Nun berechnen wir den Kapitalwert auf Basis unseres Kalkulationszinssatzes von 3%. Hier rechnen wir also minus 900 für unsere Investitionsausgabe für die Anschaffung des Fahrrads von 900 Euro plus, Klammer auf, 560 für den Periodenüberschuss in T1 geteilt durch in Klammern 1 plus 0,03 für den Kalkulationszinssatz von 3% hoch 1 für Periode 1 plus 330 für den Periodenüberschuss in T2 geteilt durch 1 plus 0,03 hoch 2 für Periode 2 plus 210 für den Periodenüberschuss der dritten Periode geteilt durch 1 plus 0,03 hoch 3 für die dritte Periode. Unser Kapitalwert bei einem Kalkulationszinssatz von 3% liegt also bei 146,93 Euro. Als nächstes wählen wir den zweiten Kalkulationszinssatz. Hier entscheiden wir uns für einen Kalkulationszinssatz in Höhe von 7%. Nach dem gleichen Schema berechnen wir auch hier den zweiten Kapitalwert basierend auf dem zweiten Kalkulationszinssatz. Der Kapitalwert bei einem Kalkulationszinssatz von 7% liegt also bei 83,02 Euro. Jetzt, wo wir beide Kapitalwerte ausgerechnet haben, kommt die Formel des internen Zinsfußes ins Spiel. Die Formel lautet interner Zinsfuß gleich Zins 1, also der erste gewählte Kalkulationszinssatz, minus Kapitalwert 1, also unser erster ausgerechneter Kapitalwert, mal Zins 2, also der zweite Kalkulationszinssatz, minus Zins 1 geteilt durch Kapitalwert 2, also der zweite ausgerechnete Kapitalwert, minus Kapitalwert 1. Eingesetzt in die Formel erhalten wir also interner Zinsfuß gleich 0,03
minus 146,93 mal 0,07 minus 0,03 geteilt durch 83,2 minus 146,93. Der interne Zinsfuß unseres Lieferfahrrads liegt also bei 12,2%. Der Kapitalzins, also derjenige Zinssatz, den wir erhalten hätten, wenn wir unser Geld über unsere Bank am Kapitalmarkt angelegt hätten, liegt bei 2%. Und somit übersteigt der interne Zinsfuß mit 12,2% den Kapitalzins deutlich, sodass wir uns für die Durchführung der Investition entscheiden und somit zukünftig mit unserem schicken neuen Fahrrad ins Lieferbusiness einsteigen. Ich hoffe, dieses Video konnte helfen, das Thema der internen Zinsfußmethode zu erklären und zu veranschaulichen. Über eine positive Bewertung und ein Abo für weitere Wirtschaftsvideos würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Wordconomy.